Wenn du das ausbaust, ne, sind die Triebe, dann musst du hier auf die Seite ein bisschen das Lenkrad drehen. Ne, hier. Damit du an die Feder vorbeikommst. Du musst nämlich hier das hochheben. Den Antrieb. Sonst kriegst du das nicht weit genug runter. Also abgezogen vom Motor. Nur wieder rein, aber dann machen wir das mit der Stütze, das bauen wir uns alles schön um. So, wollen wir das mal hier abmachen? Da brauchst du eine Vielzahnnuss dazu. Habe ich nie gehabt, muss ich mir erstmal irgendwie organisieren. Und dann, also manchmal ist das aber auch verhext, ne? Ist meine kleine Ratsche weg gewesen. So, hier unten wird natürlich nach irgendwann alles sauber gemacht, ne? Ist ganz klar. Seid ihr auch so gespannt, wie das da unter aussieht? Irgendwie ist das komisch, als hätte der nicht so viel Kompression. Lässt sich einfach drehen. Puh. So. Über hier. Die kannst du auch wieder verwenden. Also die ist nicht so, dass du die neu machen musst. Machst ein bisschen Schraubensicherungskleber ran. Und dann ist gut. Naja, die ist schon an der Verschleißgrenze, ne? Vergleich mal mit der anderen. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt hier Phase ist. Also Phase ist, dass diese hier schon blau angelaufen war und noch keinen Rand mehr hat. Und diese hat noch einen Rand, das ist neu, ist natürlich die neue, ne? Hier sieht man ganz deutlich, dass schon die Nieten hier rausgucken. Ne? Und das hier auch alles wackelt hier. Also ich nehme jetzt mal die hier, ne? Die neue, und messe die mal. Da hat eine Dicke von 8,77. Ne? So, und jetzt nehme ich mal die alte und messe die mal. Da hat eine Dicke ein Maß von 6,47. So. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied.
dazu kommt noch, dass dit hier tierisch in den Ofen ist. Die Höhe von der Vorspannung her ist schon ganz anders. Ne? Wenn man so guckt, von der Seite, ne? Also die neue ist natürlich, ist klar, ne? Viel, viel gespannter. So, das muss jetzt, nichtsdestotrotz, obwohl Neues sagt, machen wir mit Bremsenreiniger sauber, macht den ordentlich, weil sich dort ja ein Ölfilm drauf befindet, damit das nicht korrodiert. Wenn du jetzt die Kupplungsscheibe dran hast, ne, dann kannst du diesen Dorn hier reinschieben in der Mitte. Und das Ganze zentrieren. Aber Achtung, die könnte wieder runterfallen. Ne? Und jetzt einfach festschrauben, wenn es zentriert ist. Schön gleichmäßig über Kreuz anziehen und mit 25 Newtonmeter. Ne, das muss schön in Rasten in der Mitte. Und das lasst ihr so lange drin stecken, bis ihr das alles festgezogen habt. Vergessen, nicht überziehen die Schrauben, also bloß 25 Newtonmeter und das war's. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann habt ihr welche gekauft, neue, dann halt neue. Und wenn ihr von der ängstlichen Brigade seid, dann macht ihr ein bisschen Schraubensicherungskleber ran und gut ist. So, mein neues Blockierwerkzeug hier. Man muss sich halt zu helfen wissen. So. Jetzt ist da drin die Kupplung. Und das lässt sich ja hier auch perfekt drin und rausschieben. Ne, du siehst, dass durch die Rinne rutscht das da. Kannst du das begutachten. Das ist wie neu. Ja, Hund, was machst du denn da? Hm? So, jetzt wirkt die Triebe wirkt natürlich reinigen. Ne? Dann hat man hier so ein paar, naja, ich sag mal, Sachen wie Fett und sowas alles. Ne? Und ditte versuche ich hier mit Breff Power rein. Ja? Damit habe ich mein Omega damals schon mal sauber gemacht. Zu reinigen. Und damit das jetzt nicht alles in der Umwelt klatscht hier, kratze ich das alles auf die Decke auf hier. Das schraube ich ab, weil da hinten ein Simmering ist. Der ist undicht. Den habe ich bestellt auf beide Seiten von dem Differential. Da ist hier bloß eine Imbusschraube. Und das wird dann bloß rausgedreht. Fertig. Ja, und dann kann man das abziehen. Aber ich lasse das jetzt mal so lange dran. Ich mache einen Handschuh drauf, damit das Fett nicht rauskommt. Das kann ja drin bleiben. So. Größtenteils kann man das ja auch abkratzen. Hier ist, wie gesagt, das kaputte Drucklager. Das gehört leider Gottes dazu. Auch wenn es viel Arbeit macht. Die groben Verunreinigungen sind dann erstmal damit raus. Könnte man jetzt mit einer Drahtbürste noch nachgehen, aber ich komme mal Bremsen rein. Ne? Naja, das, was jetzt hier unten ist, das müsste halt tupfen. Naja, wie ihr seht, sieht das schon ganz ordentlich aus. Ne? Hier muss ja nicht viel, das soll ja bloß sauber sein. So, ich will jetzt hier die Lager, also nicht die Lager, sondern die Simmeringe wechseln, die hier im Differential drin sind. Dazu hast du hier eine Imbusschraube, die musst du rausdrehen. Ich habe Simmeringe bestellt, da stand sogar da, dass die für den Antrieb sind und so weiter und so fort. Die Dinger sind aber viel zu klein. Ne? Ich weiß nicht, wo ich die hinbauen soll. Laut Tabelle, also wenn du denn dein Fahrzeug auswählst, ne, passen die in mein Polo.
Ich bin da immer sehr verärgert drüber. Du bestellst immer Ersatzteile, ich glaube, die wissen da manchmal selber nicht, was zu machen. Und eine Schlüsselnummer hat mein Polo nicht. Das ist ein Grauimport mal gewesen. So, ob das was bringt, mit dem Simmering hier auszuwechseln, weil das Lager, was hinter dem Simmering sitzt, hat ziemlich Spiel. Ne? Also, das ist, naja, müssen wir halt gucken. Ne? So, und das ist einfach hier nur mit einer Nuss, mit einem Imbus, sag ich mal, fest. Dann müssen wir halt nur sehen, dass wir das festgehalten kriegen. Also du kannst das hier, also ich würde jetzt hier eine große Zange nehmen. Man könnte das vielleicht auch zerstörungsfreier machen, indem man zwei Schrauben drin macht hier, ne? Und das per Brechstange verkeilt quasi. Aber das ist ja ein ziemlich massiver Klotz, also das geht dann schon. Siehst du. Beschädigst das sonst nicht so viele. Alles gut. So, jetzt nehme ich das raus und guck, wie groß der Simmering ist und dann suche ich mir den passenden dafür raus. Also anders geht nicht. Wenn du auch zum Autohändler fährst oder irgendwo hin oder ich sag mal jetzt zu einer Werkstatt, ne? VW zum Beispiel. Die haben ja sowas ja nicht mehr. Öl sieht noch unakut aus da drin. Der kannst du vergessen, kriegst du auch nicht mehr gekauft. Hier sitzt jetzt der Simmering und vielleicht können wir da irgendwas lesen. Die Fläche müssen wir schön sauber machen. Ist reichlich ingelaufen. Ob er das dicht ging, ich meine, es war jetzt nicht so schlimm, aber ich hätte es gerne gemacht. Ne? Guck mal, das waren die Simmeringe, die mir als passend verkauft wurden. Ne? Tja, so ist das halt. Jetzt versuchen wir mal den Simmering hier rauszukriegen und gucken, ob da irgendwas draufsteht. Wenn nicht, haben wir ja die Maße. Aber weißt du, was das Schlimme daran ist, du guckst und tippst das in und machst und tust, ne? Und du gibst Geld aus, und gibst Geld aus. Dann sagst du, kauft ja bei eBay manchmal, ne? Weil das sind bekannte Firmen, die man normalerweise, wo man immer sein Zeug kauft. Dann sagst du, das passt nicht, ja, geben sie mal ihre Schlüsselnummer. Dann gibst du, sagst du, du hast keine Schlüsselnummer, weil ausgegaut, ne? Also Grauimport, ne? 000 steht da drin. Dann sagst du hier Polo 86C, Vierganggetriebe, AU-Motor, dann müssen die ja wissen, ob der passt oder nicht. Jedenfalls, nehmen wir ihn zurück. So, hast du Simmering gekauft und schmeißt ihn bloß weg. Ne? Ist halt so. Das ist das, was mich persönlich ärgert. Also, als ich meine Firma noch hatte, habe ich sowas immer getauscht. Dann habe ich gesagt, oh, mein Fehler, tausch mal um. Wenn ich zum Beispiel einen falschen Speicher bestellt habe, der nicht den richtigen Speichertakt hatte oder irgendwas nicht lief drin in dem Computer, weil, ja, verstehe schon, was ich meine, ne? Dann hat man das halt umgetauscht. Ich habe die ja noch nicht mal ausgepackt. Ne? So, ich nehme jetzt hier einen großen Hebel und hebel das jetzt raus. Denn du musst in der Seite mal ein bisschen raushebeln. Du musst nur aufpassen, dass du nicht an das Aluminium ran schraubst hier. Und ich hoffe, dass da irgendwie eine Teilenummer oder sowas drauf steht. Mit Simmeringen habe ich das auch, ne? So, guck mal, schön, ne? Guck mal, nichts zerkratzt, alles perfekt. So, jetzt haben wir es. Kann man nichts lesen. Aber das kriegen wir ausgemessen. Das war ja auch noch dicht, das war aber süffig, ne? Nach ihnen, ja, ich hatte es mal sauber gemacht zum TÜV. Das ganze Getriebe hier unten, weil es ein bisschen süffig war, ne? Das lag nicht daran, dass das Tier rausgelaufen ist, weil das haben wir ja schon mal dicht gemacht. Das lag einfach daran, dass das Tier ringsrum alles, der ganze Antrieb war ja auch nass, ne? Jo. Das wird nach mit 25 Newtonmeter festgezogen und mit ein bisschen Schraubensicherungskleber. So, der hat jetzt hier 52 mal Innendurchmesser 40. Ja, kommt hin. Also 52 mal 40 müsste das sein. Dann würde das passen. So, jetzt sind endlich mal die Silberringe gekommen. Irgendwie löst das Fett den Gummi auf. Tatsächlich, sehr komisch.
So, was hat Kauder nicht gesehen. Ah, den habe ich schon lose. Da habe ich nämlich schon mal geguckt, wegen den Simmerringen, wie groß die sind. Jetzt alles schön sauber machen. Das ist hier wohl weiß ich schon ingelaufen. Jetzt muss man den Simmerring einfach hinterhaken und vorsichtig raushebeln. Man kann ohne Schraube drehen, aber ja, nee. Wir versuchen das mal mit Hebeln. Also auf den Stumpf passt da drauf und hier passt da auch drauf. Und die werden trocken eingesetzt. Ne? Und jetzt mit irgendwas immer ringsrum pickern. Den Hammer. Oder ihr nehmt halt eine große Nuss oder so. Ne? Aber er hätte schon so eine große Nuss. Ich nicht. Also ich würde sagen, man pickert halt ringsrum, weil hier hast du auch kleine Lippe hier draußen. Also da geht es schon mal sehr gut rein. Das steht jetzt ungünstig. Muss die Kante nicht anders hinstellen, weil sonst die Triebeöl ausläuft. Und das wird nur bündig angesetzt. Und das machen wir jetzt voll fett. Einfach nur zwischen diesen beiden Lippen. Man kann da auch Silikonfett nehmen. Einfach nur, dass diese beiden Lippen ausgefüllt sind. Hier mag ich jetzt auch ein bisschen was drauf. So. Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, ne? Also der Simmering, der kommt mit der offenen Seite in die Richtung. Also in Richtung Getriebe rein. Nicht andersrum, ne? Also so rum. Hier kommt man besser ran. Können wir mit dem Hammer machen. So. Falls du das sehen kannst, ne? Das ist schon ganz schön in die Lofen, die Seite, aber ich kaufe mal das dicht. Allzu doll hat der nie getropft, aber ich kaufe mal, dass jetzt ein bisschen dichter wird. Ne? Auf der Webseite Polohaus steht 45 Newtonmeter. Blockiert mir jetzt mit einem Schraubenzieher durch die Löcher durch, wo normalerweise die Antriebswelle rankommt. 45 Newtonmeter. Traue ich mir ja nicht mit 45 anzuziehen. Also ich habe die jetzt nicht mehr als 25 Newtonmeter angezogen. So. Also mehr ziehen wir das auf jeden Fall nicht an. Sonst reißen ab, der gnadenlos reißen die ab. So, jetzt geht weiter am Text. Jetzt können wir mal gucken, ob wir nicht das Ausrücklager gleich in die Baut kriegen und eine Ölkontrolle machen wir gleich auch noch. So sitzt das Getriebe auch im Auto und können wir auch gleich das Ausrücklager ausbauen. Da stellt sich mir aber die Frage, wie das funktioniert. Das ist schon ganz schön, also das ist schon, ne? Das neue Ausrücklager ist aber ganz schön stramm. So, hier ist Fett bei. Aha. Das Fett kommt bestimmt hier rauf, auf den Druck, wo das Ausrücklager ist. Vermute ich mal. So, hier ist das Ausrücklager, das neue. Das kommt dann auch so rum rin. Das muss einfach hier hinter gehakt werden. Hier hast du so eine Spange. Also das ist schon Fritte. Hörst du das? Hier sind so eine Spange. Und da muss es hinter gehakt werden. So, jetzt mal dieses Fett. Und fetten uns das alles hier. Sauber Wart noch einmal frei. So, kommt so rum rein. Und dann müssen wir wieder hier hinterhaken. Einmal. Und die andere Seite. So funktioniert das denn. Einfach muss man hinterfassen, ob das wirklich drinne hängt, in dem, da wo es hingehört, und das war's so.
Hier machen wir die Ölkontrolle an diesem Ding hier. Das hier unten ist zum Öl ablassen und das ist zum Öl einfüllen oder kontrollieren. Bis dahin muss es voll sein. So, mal gucken, ob wir das so einfach rauskriegen oder ob das. Das Öl steht genau kurz vorm Loch. Die Schraube darf keine Dichtung, weil die Schraube konisch ist. Nicht komisch, sondern konisch. Da. So, das hier ist das werkseitig verwendete Polo-Getriebeöl, also meines Erachtens nach. Das habe ich mir mal irgendwann in die Kurve verlegt, das mal nachgefüllt habe, weil das ja unten mal gesaut hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Wo wir das hier die Schaltestänge, die diesen Simmering gewechselt haben. Na egal. Das füllen wir jetzt da hin, bis das oben aus dem Loch austritt. Oder bis wir das unter Unterkante sehen. Ja, so ist es schick. Das hat nicht viel gefehlt, aber es hat ein bisschen was gefehlt. So, das heißt, dass die Triebe an sich war nicht stark undicht. Ne? So. Schraube wieder hin, einfach bloß festziehen, fertig. Da muss ich die Drehmoment haben. Wenn nicht dicht wird, müsst ihr das nochmal ein bisschen nachziehen. So einfach ist das. So, mehr. Und ich kann das auch nicht anziehen, weil sonst macht das immer Peng und dann ist es wahrscheinlich auseinander geflogen. Und so kann man das auffüllen, wenn der draußen hängt. Ne? So, jetzt bin ich eigentlich gewillt, die Getriebe wieder drin zu machen, aber irgendwie doch nicht so wirklich. Also, verstehst du, was ich meine? Weil das ja jetzt hier mit meinem utopischen Heber hochheben. Und da habe ich mir gedacht, hier sind ja so Löcher drin. Ne? Und wenn du das links und rechts da eine Schraube drin steckst, auf der anderen Seite genau das gleiche, dann hängt das in Waage. Und dann hänge ich das da an die Ketten ran und kurbel mir das hoch. Ja, so dachte ich mir das eigentlich. Weil das ist ja alleine, ist das ja relativ schwer. Ne? Raus geht immer leicht, aber drin. Ich meine, du hast jetzt hier auch Platz unterm Auto. Jetzt ist ja die Triebe hier hängen, ne? Jetzt nehmen wir mal einen Wagenheber. Und puppen das mal ein bisschen hier auf. Und dann können wir eventuell die Ketten wieder nachsetzen ein bisschen. Habe ich die mit hin und her, immer so hoch und runter. Da unten habe ich noch einen Wagenheber hingestellt. Da habe ich dann hinten ein bisschen hochgebockt, so hinten. Und dann habe ich jetzt da schon mal eine Schraube durchgesteckt, um zu gucken, ob parallel ist und das stimmt. Und wenn du jetzt die Schraube, müssen wir jetzt ansetzen und dann
müssen wir die Triebe dann irgendwie ein bisschen hin und her drehen des Motors aufschieben können. Und dadurch, dass ich jetzt hier diesen Motorheber habe, ging das wirklich, also, naja, ich sag mal, jetzt nicht in 5 Minuten, aber 10 Minuten hatte ich da drin, eine Viertelstunde. Jetzt, bevor ich jetzt weitermache, mache ich erstmal die Motorstütze ran, Ine. Ne, der hängt ja nun schon ein bisschen dran, die kommt daran die Schraube. Irgendwas ist hier scharf und unscharf. Eine Motorstütze ist ja nicht eine Triebestütze. Ich kann nämlich vorher hier, hier Kollege Kette, nicht abmachen hier, Kollege Kette hier, ne? Bevor ich das alles gestützt habe und die Triebe nicht festgeschraubt habe hier, weißt du, was ich meine? Das Getriebe oder beziehungsweise der Getriebehalter wird an der Karosserie und am Getriebe die Schrauben, die 17er, mit 45 Newtonmeter angezogen. Das ist im Grunde nicht viel, ne? Das sind 45 Newtonmeter. Aber das ist ja auch bloß Alu. So, und jetzt die Triebe am Motorblock, 80 Newtonmeter. Jetzt könnt ihr von oben noch die drei Anlasserschrauben drin machen. Das ist ja diese lange Schraube, die ihr da habt. Jetzt müsst ihr dann erstmal von unten den Anlasser ansetzen, den braucht ihr bloß aufschieben. Und dann habt ihr hier eine Schraube mit einer Mutter. Ne? Die kommt eher so zentral, also eher so oberhalb. Ne? Dann müsst ihr den halt die durchschieben und von hinten die Mutter draufsetzen, von unten. Also eigentlich wäre da eine zweite Person sinnvoll. Weil da ist nämlich noch das Halteblech vom Auspuff, vom Puff aus. Das nächste, was ich anschraube, ist dieses kleine Blech, was hier rankommt. Ne, das schützt quasi, also du kannst hier ringucken oder was weiß ich, aber das schützt quasi das mit die Triebe nochmal. Das ist nur mit einer 10er Schraube festgemacht, mehr ist das nicht. Schützt nicht die Triebe, sondern eben die Schwungscheibe, die hier hinter ist. Ne? Da drin ist draußen und da drin ist hier drin, obwohl ich hier mitten im Saal liege. Sind sowas zu fassen? So, fest. Das hat sich jetzt verdreht. So habe ich das aber auch gar nicht gerne. So, sieht jetzt schöner, wesentlich schöner. Nur handfest, das war's. Ich nehme jetzt zwei Bolzen, zwei neue. Steck die durch so eine Halteklammer durch. Da sind so eine. Jetzt ist was, naja, damit das gleichmäßig halt angezogen ist. Ne? Versucht ihr denn hier so halbwegs irgendwie durchzufädeln. Dann setzt euch das irgendwie an. Ja, was heißt irgendwie? Guckt euch das an, wo das Loch ist. Und Schrauben noch. Und dann setzt euch das an. Aber nicht gleich sofort festschrauben, ne? Also immer mit Geduld und Spucke. Ihr müsst mal gucken, dass das zum Beispiel ihr Schrauben von oben aus drin dreht, weil dadurch ist das Gelenk ist ja da geknickt, ne? An der Stelle. Und dadurch könnt ihr das immer schön immer eine Runde rumdrehen. So, das sollten jetzt 45 Newtonmeter sein. Ja. Aber ich glaube, da muss einer auf die Bremse treten, damit man das anziehen kann. So, die eine Seite haben wir jetzt geschafft. Da müssen wir dann nur noch mit dem Drehmomentschlüssel das festziehen.
Da würde ich aber allerdings dann meine Frau zur Hilfe nehmen, die kann dann auf die Bremse treten und ich trete dann mit dem Drehmomentschlüssel fest. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Das wird alles schön sauber gemacht, da kommen die neuen Bolzen drin und werden dann erstmal handfest festgezogen. Anschließend mache ich gleich diese Verkleidung wieder drum. Die kommt dann nämlich unten drum oder von oben so unten rum so. Jedenfalls habe ich jetzt die Sachen da gefettet, ne? Und das hier wieder so reingeschoben. Und erklärt hatte ich, dass ich da noch einen Gummi bestellt habe, der aber später irgendwann mal kommt. Ne? So, jetzt sieht es aber unten rum, ich sag mal, relativ gut aus. Was jetzt hier noch so fettig ist oder so, das werde ich mal ein bisschen abwischen. Und dann bewegen wir uns mal oben zum Kupplungszug. Dann haben wir hier noch für den Rückfahrscheinwerfer den Schalter, also die Kontakte, die an den Schalter unten kommen. Das musst du hier an der Seite so durchführen und dann gibt es hier so eine Spange, da muss das eingehakt werden. So, dann haben wir hier noch den Kupplungsbautenzug, der sollte nach Möglichkeit da unten in dieses Loch reingehakt werden und von oben hier rein. Ne? So, aber erstmal unten und das muss auch nicht gefettet werden oder sonst irgendwas. Ja. Der wird dann einfach so hingelegt und dann hier einfach so durchgeschoben. So. Und dann nur einfach hoffen, dass das oben nicht aushakt. Also da oben, wo der Kupplungsbautenzug ist. Und dann hier rüber. So. Dann richtig hingedreht. Und moderat festziehen eigentlich. Man müsste eigentlich verkontern. Aber du weißt ja jetzt nicht, wie die Kupplung so reagiert. Aber ich könnte ja mal eben mal ruflatschen. Ich könnte ja mal zugucken, ob die Kupplung überhaupt zurückkommt. So, jetzt habe ich ein bisschen an die vorgespannt alles, ne? Also die Kupplung geht jetzt komischerweise total leicht. Ich weiß nicht, ob es eine Ursache dessen ist, dass das alles gefettet ist da drinnen und so weiter. Und das neue Lager da drinnen ist. Jedenfalls geht die relativ leicht. Ich ziehe das jetzt noch nicht fest, weil ich muss ja noch den Motor ausprobieren, ob die Kupplung denn noch schleift oder so. Warte mal, Haltung. Jetzt kommt das erstmal hier dran. Also ingesprüht habe ich das mit Fett, Liquidfilm. Ne? Halt. Das wird hier ganz normal ganz wenig Newtonmeter angezogen. Newtonmeter. 25, glaube ich. Ja, 25. Also 25 ist quasi handfest. Also das hier noch nicht ganz so festziehen, bevor ihr den Halter mit dem dran habt. Ne? Weil sonst könnt ihr das nicht mehr ein bisschen bewegen. Dann müsst ihr ein bisschen Spiel haben. Jetzt haben wir da ein bisschen Spiegel drin. Jetzt können wir mit dem Halter hier kommen. So, der kommt denn hier so über das Getriebe, da haben die Getriebe so aufgeschoben. Dann können wir gleich die Mutter und den Bolzen am Getriebe befestigen. 45 Newtonmeter. So, sitzt. Jetzt könnt ihr das festziehen. Jetzt könnt ihr anfangen, die Zentralmutter anzuziehen. Darauf achten, dass da ihren Sitz, dass die ihren Sitz hat. Ne? So.
So, wenn ihr die einigermaßen festgezogen habt, dann nehmt ihr die andere Seite und zieht diese kleinen Muttern fest. Die hier sind am besten mit einer Verlängerung. So, wie gesagt, das sind dann 25 Newtonmeter am Rahmen ran. Das wären quasi handfest. Das merkt ihr schon, das wird weich. Ne, dann nimmt er einfach hier ein bisschen Wachs und sprüht es einfach ein bisschen ein und dann ist das alles gut. So, last but not least kommt noch hier dieses Teil daran. Natürlich andersrum, ne? Und wenn ihr aufgepasst habt, dass euch die Stifte nicht weggefallen ist, habt ihr jetzt die Stifte natürlich noch. So, dann braucht ihr das ist quasi die letzte Arbeit, die wir hier so an dem Auto probieren. Die Kupplung müssen wir dann noch einstellen, dann müssen wir halt mal eine Runde fahren oder so. Ne? Ja, und die Räder wieder dran. Ne? Die Räder zieht da mit 110, 120 Newtonmeter fest und dann fallen die ohne ab. Und was ich noch gemacht habe, ich habe wie gesagt überall ein bisschen Wachs hingesprüht hier und auch gleich die Holme wieder mit Fluidfilm versorgt, sagte ich ja schon mal, ne? Und somit sind wir mit dem Kupplungswechsel fertig. So, immer diese Stifte hier drin und dann ist der Check. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, auch wenn es immer nicht ganz so stimmig ist, wo man jetzt gerade da ist und was man jetzt gerade da macht und man auch nicht viel sieht oder so. Ja, dann sag einfach mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ne? Ich hoffe mal, der Polo bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Also denn, ciao.